Also, wir waren gerade erst dem sicheren Tod entkommen und... Naja, so sicher war es nun auch nicht. Und dieser Klopskopf. Klopskopf? Dieser Klopskopf holt einen Ring von wer weiß woher. Genau, wo war der Ring eigentlich? Ein Gentleman genießt. Nebenbei bemerkt, diese Lady war beeindruckt. Ja, gut gemacht, Bro. Wollte Conrad nicht erst Fliss helfen und dann mehr Bier holen? Vielleicht hat er gedacht, hey, ich trinke mal eins und wurde betrunken. Und er hat uns vergessen und weitergetrunken. Und weitergetrunken und dann war alles weg. Klingt, als hättest du Erfahrung mit dieser Art Phänomen. Genau, so geht das schon seit Jahren. Ich suche ihn mal. Oh, da steckt da ein Geschoss im Flugzeug. Hm. Es ist unter Deck, wenn du mal gucken willst. Und? Zukünftige Mrs. Julia Smith, wie klingt das für dich? Klingt gut. Ganz ehrlich, ich wusste es vorher nicht genau. Aber jetzt, wo ich es höre, klingt es echt gut. Tja, wir sollten dann wohl mal über die Hochzeit reden. Dad kann alles bezahlen, planen wir alles zusammen. Ja, wir sind ja immerhin noch glücklich, ne? Dann planen wir alles zusammen. Das klingt doch gut. Ich hab aufgepasst. Ich kann's kaum erwarten, dass wir alles planen. Ich hatte Angst, du sagst nein. Betrüblich, was soll ich sagen? Genau. Klar, nee. Natürlich hätte ich ja gesagt, du Trottel. Ja, zum Glück. Als du ja gesagt hast, habe ich schon unsere ganze Zukunft deutlich vor uns gesehen. Ja, wir bleiben einfach mal romantisch. Wir versuchen unserem Weg treu zu bleiben, den wir gegangen sind. Es könnten immerhin das die letzten glücklichen Momente der beiden sein. Ich such sie. Entspann dich. Hey, mein Bruder gesehen? Oder Fliss? Nein, ich war abgelenkt. Holen wir sie. Klar. Oh Mann. Ja. Küstenwache! Die Küstenwache ist hier! Was? Lasst euer Meth verschwinden! Wir müssen schnell das Meth loswerden! Lebendig kriegen die uns nicht! Was zum Teufel? Oh Mann! Herrlich! Im Ernst, das kannst du echt nicht bringen, Julia! Ach ja, das Bier. Wollte ich gerade holen. Hätte ich nicht gedacht, dass es so weit kommt, ehrlich gesagt. Okay, wo wir schon alle hier sind, sehen wir uns doch den Navigator-Block an. Vielleicht finden wir raus, warum das Flugzeug da war. Wo ist er denn? In deinem Koffer. Okay, ich hole ihn. Hey. Okay. Und? Wie fühlst du dich jetzt nach dem Hier liegt ja auch noch erleichtert. Irgendwas. Ehrlich. Kamera. Warum beim Tauchgang? Es sollte in Erinnerung bleiben. Nur nicht so in Erinnerung. Eins muss ich dir lassen. Okay, das sind die Bilder, die wir da unten gemacht haben. Ziemlich romantisch. Dass du mal sesshaft bist, bin stolz auf dich. Ohne dich hätte das nie geklappt, Bro. Okay. Was meinst du damit? Mein Herzen folgen? Gut, dann gehen wir nochmal zurück. Die Bilder haben wir uns angeschaut. Und? So, ab unter Deck mit uns. Naja, schauen wir. Ein bisschen zu gefährlich. Haben wir hier vielleicht mit ihr auch noch eine Vorahnung? Komm mit und pass auf. Nee, die haben wir keine Vorahnung. Hey, ah, Zeit für die Grillparty. Hast du den Block? Oh nein, noch nicht. Ich war abgelenkt. Hab ihn. Gehen wir hoch. Komm her, mein Feger. Schön langsam. Wir müssen zurück.
Genau hier. Wie immer kein Widerstand. Okay, Leute, hört mal her. Mandschurei-Gold. Wer hat Lust, ein paar Schätze zu heben? Also, Captain? Koordinaten? Ja, das sind Koordinaten. Vielleicht das Ziel des Flugzeugs? Glaubst du, wir kommen bis morgen dahin? Dauert ein paar Stunden, wenn das Wetter so bleibt. Wow. Habt ihr noch mehr? Das Flugzeug wurde wohl abgeschossen. Das war ja übersät mit Einschusslöchern. Ich habe eine Kugel im Rumpf gefunden. Und es war voller Rettungsflöße. Wurde wohl abgeschossen, bevor sie die abwerfen konnten. Hat nur eins gefehlt. Leichtsinnig, alle zusammen. Wie bitte? Ich habe euch gesagt, ihr sollt alles da unten lassen. Ach komm schon, das haben wir doch schon durch. Mir geht's nicht ums Gesetz. Nein, hey. Sie waren respektvoll. Nein, ihr habt getan, was ihr wolltet. Was ihr auch habt, ihr habt zu viel. Keiner weiß was Ach, davon. Komm schon. Niemand weiß, dass wir da unten waren. Und ich glaube, Geister reden nicht. Ihr Amis seid doch alle gleich, oder? Keinen Respekt vor Traditionen. Ihr hättet überhaupt nie zu diesem Flugzeug runtergehen sollen. Das bringt Pech. Ihr meint, ihr könnt da unten alles ohne Folgen plündern, aber jedes einzelne Teil, das ihr mitbringt, hat eine Seele. Es ist wie ein Geist, den ihr nach oben einladet. Und wieder. So habe ich nie darüber nachgedacht. Du denkst nie über irgendwas groß nach. Na, hab auch noch nie so coole Geistergeschichten gehört. Das sind keine coolen Geistergeschichten. Das ist kein Spaß. Leute sind ertrunken und ihr müsst ihre letzte Ruhe respektieren. Genau. Brad, kennst du eine Gruselstory? Ja, ich hab was gehört, dass hier irgendwo passiert ist. Lass mal hören. Wir können was Gruseliges brauchen. Na, lass hören, würde ich sagen. Was damit? Dein Seemannsgarn ist bestimmt gut. Die ist aber echt krank, irgendwie. Mach uns Angst, Brüderchen. Okay, los geht's. Eine wahre Geschichte, die genau hier passiert ist. In einem alten Leuchtturm. Klassisches Szenario. Warte, sie soll wahr sein? Wo hast du sie her? Wenn ihr es unbedingt wissen wollt, sie stammt aus den verrotteten Seiten des schaurigen alten Bordmagazins, das ich auf dem Hinflug gelesen habe. Der Leuchtturm stand auf einem Atoll, isoliert vom Rest der Welt. Ein einsames Licht in der Nacht, Zuflucht der Matrosen. Der Leuchtturmwärter hörte die Wellen aufs Ufer schlagend. Eines nebligen Morgens trifft er eine Frau. Sie ist voller Blut und stolpert den Strand entlang. Er eilt ihr zu Hilfe und sie fällt schluchzend in seine Arme. Während er sie eilig zum Leuchtturm bringt, fragt er sie, wo sie herkommt. Er verschwendet keine Zeit. Lässig. Die Frau sagt, ich wohne hier, im Leuchtturm. Meine Eltern sind gerade oben. Wendung. Natürlich sagt der Leuchtturmwärter, das kann nicht sein. Er lebt seit Jahren allein. Und die Frau wird hysterisch und schwört, ihre Eltern seien oben. Also gehen sie nach oben und da, verteilt auf dem Boden, liegen ein Mann und eine Frau, brutal ermordet mit einer Axt. Immer eine Axt? Ich meine, wer benutzt denn heute noch Äxte? Okay, gut, dann war es ein Fleischhaken. Sie wurden damit aufgeschlitzt und an den Sparren gehängt. Moment, du änderst die Mordwaffe? Ich dachte, das ist eine wahre Geschichte. Da war viel Blut. Ein Gemetzel. Wer weiß schon, wie sie starben. Okay, also, wer war's? Also, die Frau, immer noch hysterisch, sagt, ihr Ehemann war es. Und er ist noch da. Im Wandschrank. Haha, der Ehemann, was? Soll das eine Warnung an zukünftige Beute sein? Hey, keine Rückzieher. Du bist verlobt. Der Leuchtturmwärter kriecht rüber zum Schrank, öffnet die Tür und da ist ein Mann im Schrank. Aber er hat sich die Eingeweide mit dem Fleischhaken herausgerissen. Voller Entsetzen geht er hin und betrachtet das Gesicht des Toten. Näher. Näher. Und er sieht sein eigenes Gesicht. Dann quellen die Augen raus und er schreit. Oh, wie eklig. Heyo, super Wendung. Schön. Nicht schlecht, Kleiner. Na, ja, cool Story, oder? Ja, cool Story, Bro. Ich fand sie gut. Ziemlich cool. Das war ganz schön billig, Kumpel.
Okay, ihr hattet alle euren Spaß. Wir sollten schlafen gehen, das Wetter wird schlechter. Nein. Denn gemäß den Standardschiffsregeln müssen wir noch ein Bier trinken, bevor es in die Haie geht. Was für Regeln sind das denn? Das sind die Standardregeln des Institutionsprotokolls unter Division 1099. Aha. Wo hast du das gelesen? Im Internet. Oh, also sagt dir eine Website, dass du unter allen Umständen Bier trinken musst? Ich befolge nur Befehle, Ma'am. Mir gefällt diese Website. Roger, mein Freund. Ich bin raus. Okay, was wollen die jetzt? Schauen wir mal, ob wir hier rauskommen aus der Situation. Erstmal entknebeln. Schlechte Neuigkeiten. Wie bitte? Das kann noch schlechter werden? Ja, also das sind vielleicht die Fischer, die ich etwas aufgezogen habe. Oh, verdammt, Conrad. Doch gute Neuigkeiten. Großartig. Oh, ich habe sie erkannt. Wieso ist das gut? Ich dachte, du fragst erst nach guten Neuigkeiten. Du bist so ein Idiot. Himmel! Hey. Alex, was werden die uns antun? Ich will es nicht mal wissen. Ich will hier raus. Wir sind in großer Gefahr. Ich würde sagen, erstmal losmachen. Leute, wir müssen uns losmachen. Sofort. Komm her. Scheiße. Das klappt nicht. Los doch. Arschloch.
Ich komme später. Gordon! Niemand weiß, dass ihr hier seid, meine Lady. Ihr seid hier ganz allein. Machen wir das Beste draus. Du kannst mich mal kreuzweise, du Stück Scheiße. Du hast sie gehört. Warum ist er denn so sauer? Was wollt ihr, Wichser, denn? Stopp! Hör auf. Langsam. Ruhig. Zeig dich von deiner besten Seite, kleiner Mann. Okay. Versuchen einfach mal mitzuspielen. Okay. Und gucken, dass wir so lange überleben. Ich will auch die ganze Zeit immer nicht so dazwischen reden. Euch hört wahrscheinlich schon auf, dass ich sehr wenig rede, aber ich will natürlich auch, dass ihr die Story auch genauso mitbekommt wie ich. Alex! Aufhören, lass sie los! Ihr Bastarde! Hey! Schwarzkopf! Halt die Scheißfresse! Sie werden sie nicht schlagen. Haben sie Fliss auch nicht. Es scheint schon ziemlich dicke mit ihnen zu sein. Wo ist denn mein Bruder? Ich hoffe, er ist okay. Ich weiß nicht. Er ist bestimmt okay. Okay. Dreh dich um. Versteck deine Hände. Wenn wir Julia haben, können wir sie vielleicht überraschen. Okay, sie kommen. Nein, verdammter Mist! Hey, hey, bist du okay? Was war los? Alles gut, sie haben nichts gemacht. Sie haben nach unseren Eltern gefragt. Was? Wie viel Geld sie haben. Alex, tut mir so leid. Was ist denn? Sie haben meinen Ring. Hey, schon gut. Schon gut. Jetzt können wir nur abwarten, was sie mit uns vorhaben. So sieht's aus.